Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Die Galar-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir im Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Und genau um diese Pokémon geht es hier. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, den Weiten des Himmels oder den Häuserklüften der Städte, Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Und ich darf Ihnen nun den allerstärksten Pokémon-Trainer von Galar präsentieren. Es ist Zeit für einen Schaukampf unseres Champions, Deleon. Verabschiede dich schon einmal von deinem Spitznamen, Deleon, der Unschlagbare. Das hättest du wohl gern, ich verliere niemals. Los, Glurak, Dynamax! Und damit, hallo Internet und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Schwert. Hallo, ich bin's. Jemand zu Hause? Hey, Huxel, was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Ziemlich cool. Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder darauf angeschaut? Hoffentlich hast du auch seine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Oh, was machst du denn hier, Hopp? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Huxel abholen. Das Match kann er sich ja später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, lass uns gehen, Huxel. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt ein Mitbringsel ab. Hehehe. Ich warte draußen auf dich. Und damit erlangen wir tatsächlich endlich die Kontrolle über unseren Haupthelden, nämlich den lieben Huxel, der hier steht. Und ja, da es kein richtiges Startmenü gibt, nutze ich einfach jetzt mal diesen Bildschirm hier, um ein kurzes Vorwort einzuleiten. Ja, noch einmal herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Schwert. Das Spiel wurde von Game Freak entwickelt und ist Mitte November erschienen und stellt den 8. Generation von Pokémon-Spielen dar. Gemeinsam mit Pokémon Schild, also das hier ist ja Schwert und Schild ist parallel erschienen. Die beiden Spiele unterscheiden sich in den Pokémon, die man fangen kann und in so ein paar Kleinigkeiten, aber jetzt nichts ganz Dramatisches. Neue Features von den Spielen sind unter anderem die Naturzone und Dynamaxing, das haben wir gerade in dem Intro schon kurz gesehen. Und ansonsten, ja, ich denke mal, was Pokémon ist, das weiß jeder, das hat jeder mitbekommen. Ansonsten hat es der liebe Herr Rose am Anfang ja auch ganz gut erklärt. Ein, zwei Sachen gibt es trotzdem noch, die ich jetzt sagen möchte, bevor es wirklich losgeht. Und zwar zum einen, es gab eine riesige Kontroverse zu diesem Spiel. Das möchte ich zumindest am Anfang mal ganz kurz
ansprechen. Und zwar sind viele Fans von den Spielen ziemlich enttäuscht oder waren im Vornherein schon ziemlich enttäuscht. Ja, weil es viele Pokémon aus den alten Generationen hier nicht zu fangen gibt und ja, die auch nicht hier reingetauscht werden können in die Spiele. Und ja, die waren mit der grafischen Qualität unzufrieden oder viele Leute waren damit unzufrieden, zumindest das, was in den Trailern gezeigt wurde. Und ja, es gibt noch viele andere Kritikpunkte, fehlende Moves, die Spielzeit war, glaube ich, irgendwie ein Kritikpunkt, beziehungsweise der Schwierigkeitsgrad und. Also ich kenne, glaube ich, kein anderes Pokémon-Spiel, was so extrem kontrovers diskutiert wurde wie dieses. Aber ich möchte nur ganz kurz sagen, ich werde mich in diesem Let's Play schlicht und ergreifend auf das Spiel konzentrieren und ja, jetzt nicht weiter auf diese negativen Punkte eingehen. Ich werde es einfach so genießen, wie es ist und ich hoffe, ja, dass ihr das eben auch tun könnt. Ansonsten, wir werden keine 100% machen, wir spielen einfach nur die Geschichte durch, schauen uns ein bisschen den Online-Content an und ja, dann könnt ihr ja kommentieren, was man noch so machen könnte. Apropos kommentieren, und danach höre ich wirklich auf zu reden, ihr könnt gerne in die Kommentare aller Pokémon-Schwertparts reinschreiben, wenn ihr Ideen für Namen habt, also für Spitznamen von Pokémon. Ich werde da einfach die Spitznamen nehmen, die ihr so vorschlagt. Ich habe auch eine Excel-Tabelle dazu gemacht, beziehungsweise ein Formular. Das steht in der Videobeschreibung und das werde ich auch explizit nochmal in den Kommentaren verlinken. Also wenn ihr Lust habt, einem Pokémon oder mehreren auch Namen zu geben, schreibt einfach Namen in die Kommentare. Es kann euer eigener Name sein, es kann irgendein Name sein, was euch gerade so einfällt. Wenn ihr das im Let's Play sehen wollt, wenn ihr ein Pokémon haben möchtet, das eben diesen Spitznamen bekommt, den ihr euch ausgedacht habt, schreibt es mir einfach und ich werde es dann gegebenenfalls umsetzen. So, jetzt geht's aber wirklich los. Wie schon gesagt, wir haben genug gequatscht und wir sollen uns ja erst einmal unseren Rucksack besorgen. Was sagt denn unsere Mutter dazu? Dein Beutel müsste in deinem Zimmer liegen und vergiss deine Mütze nicht. Man weiß nie, wie das Wetter so wird. Ja, Juli, das dürfte doch unser Zimmer sein. Wo ist denn unser Beutel? Im Schrank? Ach, ist das hier vorne unser Beutel schon? Du schnappst dir den alten Beutel deines Papas. Na, da sieht aber mal einer Schnieke aus. Abenteuerfibel, mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü, dort kannst du speichern und dir die Karte ansehen. Um das einfach mal so kurz zusammenzufassen, den Text, der da gerade kam, probieren wir es mal aus. Ja, mit X speichern, Karte, Einstellungen. Einstellungen gucken wir uns natürlich auch noch an. Ansonsten haben wir hier irgendwas. Natürlich steht die aktuellste Konsole wieder neben dem Fernseher, nämlich die Switch. Neben dem Fernseher steht die neueste Spielekonsole. Oh, das ist in den Pokémon-Spielen ja immer so, dass der Hauptheld die aktuellste Konsole hat. Ich weiß übrigens, dass es bei Pokémon Schwert und Schild ein Easter Egg gibt, und zwar die Farbe der Joy-Cons an dieser Konsole hier in-game. Das ist immer die Farbe der realen Konsole, die man besitzt. Also ich habe eine Konsole mit zwei grauen Joy-Cons und die sind hier tatsächlich auch grau. Wenn man einen blauen hat oder einen roten oder so, dann werden die eben auch blau und rot hier dargestellt. Finde ich ganz nett, ist also eine ganz nette, witzige Idee. Aber so viel dazu. Gehen wir erst einmal aus der Hütte raus und ja, lassen wir uns mal überraschen, was so auf uns zukommt. Gehe zu Hopp, der draußen auf dich wartet. Na, das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Also ehrlich gesagt, grafisch finde ich bis jetzt finde ich es ganz hübsch eigentlich. Knospi! Hallöchen, mein Kleines. Na, magst du in den Pokéball? Ja, wir haben ja leider noch gar keine. Wir haben noch gar keinen Starter. Naja. Wow, was ist das denn für ein Beutel? Einen größeren hast du nicht gefunden, was? Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Schau mal, ein Wooly. Was macht es denn da? Lass mal schön den Zaun in Ruhe. Der hat dir doch gar nichts getan. Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit den Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Wooly! Ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, dass ich einen Wooly haben möchte. Hoffentlich hat es das begriffen. Aber jetzt zu uns, Huxel. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Mit dem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Na dann rennen wir doch mal zu ihm. Beziehungsweise genau genommen rennen wir ihn ja mal ganz kurz hinterher. Hey, im Hintergrund fliegt ein Smetbo. Hallo Smetbo.
Man muss übrigens dazu sagen, ich bin jetzt kein Pokémon-Experte. Kann ich vielleicht auch nochmal eben ganz kurz anschneiden. Also ich habe zwar alle Pokémon-Spiele gespielt, so grundsätzlich, aber Pokémon den Generationen zuordnen oder irgendwie fundiertes Fachwissen oder so habe ich nicht. Nur als Info für euch. Also ich bin definitiv eher ein Noob, was Pokémon-Spiele angeht. Naja, was hast du denn zu erzählen, alter Mann? Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann jetzt mit anderen Leuten Kämpfe austragen und Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Ist das nicht der Hammer? Joa, ist ganz okay. Wo ist er denn hingegangen? Beziehungsweise, Moment, wir haben noch eine Karte. Das ist auf der Karte markiert? Also die Karte ist unser Smartphone natürlich. Route 2, Route 1. Ach Moment, das wird sogar angezeigt hier, wenn man den Zielmarker sich anschaut. Also da seht ihr links ein Bild von dem Zielpunkt. Stadterhopp einen Besuch bei sich zu Hause ab. Das heißt, das hier dürfte das Haus von ihm sein. Ja, gehen wir doch einfach mal rein. Was für eine riesige Villa. Alter Schwede, die haben mal gut Geld, denke ich mal. Ja gut, wenn sein Bruder irgendwie ein berühmter Trainer ist, dann werden die auch ordentlich Asche verdienen. Ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hopp. Oh, und Huxel ist auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal, wo ist Dilian? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hopp. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Brassbury ankommen. Aha, dann gehe ich ihn besser abholen. Dilian hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Ah, da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hopp. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's, Huxel? Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Ja dann, ich gehe dir mal direkt hinterher. Hey, wirklich eine sehr, sehr schöne Bude hier. Wer ist das hier? Ist das sein Großvater? Für Hopp ist sein großer Bruder so etwas wie ein Superheld. Ach, alter Mann. Dankeschön für diesen qualifizierten Kommentar. Jetzt sind wir wieder draußen. Gut. Wo ich gerade oben rechts sehe, Speichervorgang, das Spiel speichert automatisch. Das habe ich vorher auch gelesen. Das kann man auch deaktivieren. Das werde ich vielleicht später auch noch machen. Alles startklar? Na dann los. Aber pass auf, dass du dem hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Wie du weißt, streuen dort lauter wilde Pokémon rum. Ich habe ja zum Glück meinen Wooly, falls mich eines der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Also, bleib weg vom hohen Gras. Naja, werde ich garantiert nicht. Ich laufe da jetzt einfach mal rein. Also das hier dürfte Route 1 sein. Tatsächlich. Oh, es ist schön. Das sieht schon ziemlich nice aus. Also Route 1 gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Ja, was passiert, wenn ich ins Gras gehe? Ach, Hopp hält mich auf. Wenn du kein Pokémon bei dir hast, solltest du dich lieber vom hohen Gras fernhalten. Ja, ja, mache ich ja. Ich darf nicht da rein. Wie schade. Ist das eine schöne Stadt? So ein süßes kleines Dorf. Das hier dürfte Brassbury sein, ja. Hallo, Brassbury! Euer Champ Dilian ist wieder hier! Was für ein Empfang! Das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf! Der Champ, es ist wirklich! Dilian ist hier! Du und dein Glurak, ihr seid einfach unschlagbar! Danke, danke! Trainiert ihr auch fleißig eure Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um mir meinen Titel streitig zu machen! Na klar, ist doch Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Genau, aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Mein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer-Galas aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Glurak! Hey, Bruderherz! Ah, Hopp! Wenn das nicht mal mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Lass dich ansehen. Mann, bist du groß geworden. Das sind gut 3 Zentimeter mehr.
Gut geraten. Deinem Blick entgeht wirklich nichts. Aber das wundert hier sicher keinen. Und wem gehört dieses leuchtende Paar Augen dort vorn? Halt, sag nichts. Hopp hat mir schon allerhand von dir erzählt. Du musst wohl dieser mysteriöse Huxel sein. Ich bin Dilion, der amtierende Champion und somit der allerbeste Trainer Galas. Meine Fans nennen mich deshalb auch Dilion, den Unschlagbaren. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erst einmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Hopp und seine Wettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte. Das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. So, Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, it's Champ Time. So eine coole Einleitung auf jeden Fall. Ein sehr, sehr cooler Typ. Ich mag den ganz gerne. Ich finde, er scheint ganz sympathisch zu sein. Und jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Bruderherz. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwa vergessen? Keineswegs. Ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet. Deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Los, meine Kleinen, zeigt den beiden ein bisschen was von euch. Das Pflanzen-Pokémon Chimpap, das Feuer-Pokémon Hoplo, das Wasser-Pokémon Meneon. Sind die goldig, die Kleinen? Die sind ja richtig gut gelaunt. Die haben auf jeden Fall richtig Bock, von uns trainiert zu werden, glaube ich. Sehr, sehr niedlich. Sehr, sehr süß. Hat das Wasser-Pokémon jetzt das Feuer-Pokémon nass gemacht? Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Oh nö. Oh, da ist aber direkt Stress im Hause. Genug gespielt. Kommt bitte mal wieder hierher. Und für welches Pokémon entscheidet ihr euch? Wir dürfen uns also in klassischer Pokémon-Manier ein Pokémon aussuchen. Wähl du zuerst, ich habe ja schon mein Wooly. Und zwar können wir jetzt entweder den Chimpap nehmen oder den Hoplo oder dieses kleine Wasser-Pokémon. Ich weiß aber schon, was ich nehme. Ich nehme nämlich Hoplon. Hoplo ist, nicht Hoplon, Hoplo meine ich natürlich. Hoplo ist ein Pokémon vom Typ Feuer. In ihm brennt die Flamme der Begeisterung. Entscheidest du dich für das Feuer-Pokémon Hoplo? Ja klar! Du hast dich für Hoplo entschieden. Möchtest du Hoplo einen Spitznamen geben? Ja, möchte ich. Denn ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass sich Kommentatoren aussuchen können, wie bestimmte Pokémon heißen. Und unter anderem hatte sich im Vorfeld bereits die liebe Hanna gemeldet und hatte darum gebeten, dass ich erstens Hoplo nehme als Starter-Pokémon und zweitens, dass ich dem Hoplo dann ihren Namen gebe, wobei das Hoplo jetzt hier männlich ist. Ich denke mal, das ist natürlich okay. Also das erste Pokémon bekommt den Spitznamen Hanna. Habe ich das richtig geschrieben? Ja, habe ich richtig geschrieben. Willkommen im Team Hanna. Hanna wurde in dein Team aufgenommen. Oh, Ghetto-Faust. Was für ein schönes Team. Also die passen auf jeden Fall schon mal gut zusammen, die beiden. Ah, du hast dir also Hoplo ausgesucht. Gute Wahl. Dann entscheide ich mich für Chimpap. Du bist ab sofort mein Partner. Wir werden uns beim Training so richtig reinhängen. Okidoki? Ich will nämlich der nächste Champion werden. Oh, das ist eigentlich auch ganz süß. Ach, die sind alle drei ganz süß. Das Wooly ist auch süß. Wooly, Wooly, was auch immer. Das habe ich mir schon gedacht, Hop. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Huxel ein Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja irgendwann, so gut wie ich zu werden. Oh, ich hoffe, das ist jetzt nicht traurig. Und du kommst mit mir, kleines Pokémon. Du und Glurak werdet hoffentlich gute Freunde. Es ist strikt und stark, aber es hat ein gutes Herz. Ach, dann bekommt er ja doch noch ein Zuhause. Ja, da können wir ja glücklich sein.
So, jetzt wird aber erst einmal gegessen. Für eure Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Sehr, sehr freundlich von unseren Müttern. Ach, eine Grillparty gibt's hier. Na, das ist ja mal ein schönes Event. Gut zum Kennenlernen. Am nächsten Morgen. Gib's zu, Hopp, du bist gestern bestimmt bis in die Puppen wach geblieben, um mit deinem neuen Pokémon zu spielen, stimmt es? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und ab, Bruderherz, Huxel und Hopplo haben sich auch schon angefreundet. Sehr schön, gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Behaltet immer den Glauben aneinander, gebt nie auf und kämpft, kämpft, kämpft. Nur dann werdet ihr irgendwann zu würdigen Rivalen für mich. Hallo? Was schaust du ihn denn dabei an? Wenn hier jemand dein Rivale wird, dann bin ja wohl ich das. Na warte, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ab heute sind Huxel und ich Rivalen im Kampf darum, wer dein Rivale sein darf. Jetzt sind wir waschechte Trainer. Aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von allein stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren und mit ihnen Kämpfe bestreiten. Moment mal. Ob ihr es verdient habt, euch waschechte Trainer zu nennen, das entscheide immer noch ich. Und um das so herauszufinden, will ich, dass ihr gegeneinander kämpft. Und zwar jetzt direkt. Wie sieht's aus? Bist du bereit für den ersten richtigen Pokémon-Kampf deines Lebens? Ja, klaro. Glaubt an eure Pokémon, schließt sie ins Herz und sorgt euch immer gut um sie. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welche Attacken das Beste aus ihnen herausholen. So machen Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. Seid ihr und eure Pokémon bereit für den Kampf? Na dann, lasst es mal krachen! Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat, in- und auswendig. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Yay, Leute! Damit haben wir tatsächlich den ersten Kampf dieses Let's Plays. Pokémon-Trainer Hopp fordert dich heraus. Pokémon-Trainer Hopp setzt Wooly ein. Wie, der hat zwei Stück schon? Na los! Dann schauen wir doch mal, was Hanna gegen ihn ausrichten kann. Auf in den Pokémon-Kampf! Ich habe schon zwei Pokémon! Ja. Was haben wir denn für Attacken? Wir haben Tackle und Heuler. Ja, dann tackeln wir ihn auch einfach mal zu Grund und Boden. Hanna setzt Tackle ein. Ja. Das hat ja zumindest schon mal so ein bisschen Schaden gemacht. Grundsätzlich sind wir auf jeden Fall stärker. Ich meine, wir sind vom Level her natürlich auch ein bisschen höher. Das Wooly ist nur auf Level 3, wir sind auf Level 5 mit unserem Hopplo, beziehungsweise mit Hanna. Und das dürfte auch schon der letzte Treffer sein für das kleine Wooly. Wooly, also der Gegner, wurde besiegt. Erfahrungspunkte erhalten, sehr schön. Oh, wir sind sogar schon einen Level aufgestiegen. Hanna erreicht schon Level 6, ja, das ging ja mal flott. Und Hanna erlernt Glut, wie praktisch. Nicht so schnell, ich habe noch ein Ass im Ärmel. Pokémon-Trainer Hopp setzt Chimpop ein. Chimpep meine ich natürlich, nicht Chimpop. Wobei Chimpop ist eigentlich auch ein cooler Name. Ja, da können wir jetzt eigentlich direkt mal Glut einsetzen. Das ist ja eine Feuerfähigkeit, heißt, das müsste ziemlich viel Schaden gegen den kleinen Affen machen. Ja, das ist sehr effektiv. Weißt du etwa schon Bescheid über die Stärken und Schwächen der Pokémon-Typen? Das ist aber sehr unspektakulär. Ich glaube, der zweite Glutangriff könnte schon der letzte sein. Also Hanna setzt erneut Glut ein natürlich. Und damit haben wir den Kampf auch schon gewonnen. Das ist sehr effektiv weiterhin. Erfahrungspunkte kriegen wir natürlich auch wieder. Und wieder ein Level Up. Level 7 haben wir schon nach dem ersten Kampf. Alter Schwede, Pokémon-Trainer Hopp wurde besiegt. Ich hatte zwei Pokémon dabei und habe trotzdem verloren. Du und Hopplo, ihr seid echt krass. Du gewinnst 400 Poké-Dollar. Reich werden wir hier auch noch. Wow, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Was für ein packender Kampf. Um ein Haar hätte ich Glurak rausgelassen und selbst mitgekämpft. Ihr habt euch großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch einsame Spitze. Aber jetzt mache ich sie erstmal wieder fit. Sie sind bestimmt ziemlich erschöpft. Du hast echt Talent, Huxel. Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten. Ich will, dass du Hopps Rivale wirst, damit ihr aneinander wächst und gemeinsam stark werdet.
Ich will noch viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruder Herz? Bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf? Puh, du machst wirklich keine halben Sachen. Du willst also an der Arena-Challenge teilnehmen? Dem größten Turnier Galars? Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zuallererst mehr Wissen über Pokémon aneignen. Vor allem du, Huxel. Ich schlage vor, ihr besorgt euch einen Pokédex. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinen Pokémon gefüllt. Versteht ihr? Wenn mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, ja, dann ist das auch so. Schauen wir gleich im Pokémon-Labor vorbei, um einen Pokédex abzugreifen, Huxel. Ich mag deinen Enthusiasmus, Hop. Okay, ich sag der Professorin Bescheid, dass ihr kommt. Mein Traum ist, der nächste Champ zu werden. Den Pokédex kriege ich mit links vervollständigt. Man wird sich noch lange von meinen Taten erzählen. Die Legende von Hop beginnt genau hier. Du solltest noch deiner Mutter Bescheid sagen, dass wir uns einen Pokédex holen gehen. Ah, schon haben wir wieder die Kontrolle über unseren Charakter. Was ist denn jetzt bloß? Hey, was war das gerade für ein Geräusch? Hast du das auch gehört, Huxel? Oh nein, das Tor ist offen und das Wooly ist spurlos verschwunden. Es hat vorhin doch immer wieder versucht, das Tor einzurennen. Sag mir bitte nicht, dass es da reingerannt ist. So ein Mist. Das ist doch eigentlich Zutritt verboten da vorne. Als die Enkelin der Professorin noch klein war, ist sie im Wald angeblich mal in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ihre Großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammengestaucht haben. Was machen wir denn jetzt, Huxel? Retten wir das Pokémon natürlich. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Klar, eigentlich ist hier Zutritt verboten, aber das zählt ja wohl eindeutig als Notfall. Da hilft nur eins. Augen zu und durch. Komm, Huxel, jetzt wird rangeklotzt. Na dann, wollen wir trotzdem noch mal kurz zu unserer Mutter gehen? Ich glaube, wir gehen trotzdem mal eben zu ihr. Ach, dürfen wir gar nicht? Der Schlummerwald ist hier drüben, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Suchen wir das Wooly. Okay, also wir dürfen gerade nicht zu unserer Mutter und uns verabschieden, um den Pokédex zu suchen. Ich denke mal, wir müssen wirklich als erstes in diesen Schlummerwald. Hallo, Wooly. Mist, wo ist es bloß hin? Oh Mann, und jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, dann haben wir ein echtes Problem. Ja, dann versuchen wir doch einfach mal, das Pokémon zu suchen. Hey, was ist denn jetzt los? Ist das etwa unser erster Kampf? Unser Wildkampf? Tatsächlich, ein Raffel erscheint. Los, Hanna! Die Frage ist, haben wir schon Pokébälle dabei? Ich muss mal einmal kurz gucken. Nee, Trank haben wir nur. Ah, wir haben nur Tränke. Schade, ich habe gedacht, wir könnten jetzt schon was fangen. Na gut, dann besiegen wir das einfach nur. Ich würde sagen, wir setzen jetzt einfach mal Glut ein. Ich meine, das ist gerade mal auf Level 2. War sogar ein Volltreffer direkt. Übrigens ein sehr, sehr niedliches Wesen. Also optisch gefällt es mir auf jeden Fall schon mal. Na komm schon, Tackle und dann sollte es das auch gewesen sein, glaube ich. Ja, das war's. Also das Raffel haben wir direkt besiegt. Das war ja jetzt zum Glück nicht ganz so schlimm. Erfahrungspunkte wieder erhalten. Natürlichement. Tja, aber wo ist denn das Wooly? Ich meine, die Kämpfe sind jetzt ein bisschen unspektakulär, wenn wir noch gar nichts fangen können. Ich interessiere mich jetzt mehr fürs Fangen als fürs Leveln. Was haben wir als nächstes? Ach, wie süß. Ein Micro. Hallo, Micro. Anspannung von Micro wirkt. Die Pokémon auf deiner Seite... Ah, jetzt habe ich die Meldung nicht gelesen. Verdammt. Ich habe leider die Meldung nicht schnell genug lesen können. Egal, kriegen wir mit Sicherheit nochmal irgendwann mit. Ja, wollen wir jetzt nochmal Glut einsetzen? Wir machen mal mit Glut weiter. Ich meine, 25 Mal kann ich es am Ende einsetzen. Das heißt, das sollte mir erst einmal nicht ausgehen. Abgesehen davon, habt ihr gerade gesehen, wie wenig Schaden Hanna kassiert hat? Also eigentlich gar keinen Schaden. Naja, Micro wurde auf jeden Fall besiegt. Microphone. Und wir kriegen wieder XP. Da fängt das Grinden ja eigentlich schon direkt an. Wo ist denn jetzt hier das Wooly? Hast du das eben auch gehört? War das etwa ein Pokémon-Ruf? Ja, habe ich persönlich auch wahrgenommen. Also ich denke mal, wir müssen wahrscheinlich einfach nur dem Weg hier vorne folgen. Na, ach, da ist wieder so ein kleines Raffel. Ja
Ja gut, ich meine, wir könnten jetzt theoretisch natürlich auch vor den ganzen Kämpfen flüchten. Aber ich bin eigentlich grundsätzlich in Rollenspielen immer großer Fan davon, gegen alles zu kämpfen, was man so trifft. Das habe ich früher bei Pokémon-Spielen eigentlich auch immer gemacht. Gegen alles zu kämpfen, was man trifft, schlicht und ergreifend aufgrund der Tatsache, dass ja, man dann immer relativ stark ist und dann nie Probleme hat in tatsächlich wichtigen Kämpfen. Also ich werde jetzt einfach mal einen Großteil der Kämpfe hier, zumindest am Anfang, einen Großteil der Kämpfe nicht auslassen. So, das war's auch schon wieder mit dem Raffel. Ein sehr, sehr süßes kleines Eichhörnchen übrigens. Hase gegen Eichhörnchen. Das ist doch auch mal ein Kampf, oder? Könnte man im echten Leben auch stattfinden lassen. Wäre nur etwas grausam. Beeilung, Huxel. Ich mache mir riesige Sorgen um Wooly. Oder Wally. Wally, Wooly? Ich bin auch noch nicht ganz sicher, wie man das ausspricht. Wobei, wahrscheinlich eher sogar Wally, aber ich bleib mal bei Wooly. Ich finde, das ist irgendwie ein cooler Name. Es war wirklich sehr neblig hier. Dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte fast meinen, der Wald will uns hier rausekeln. Was ist das denn? Ein unbekanntes Pokémon erscheint. Los, Hanna! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Pokémon etwas stärker ist als wir. Aber wir versuchen natürlich trotzdem zu kämpfen. What? Wir können es gar nicht treffen. Der Angriff zeigt keinerlei Wirkung. Das geheimnisvolle Pokémon betrachtet euch. Was zum? Die Attacke war ja völlig wirkungslos. Greifen wir mal weiter an. Der Angriff zeigt weiterhin keine Wirkung. Ah, jetzt hat er hier für Nebel gesorgt. Uff, jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Alles in Ordnung bei dir, Huxel? Grundsätzlich ja, aber warum kann ich ihm denn keinen Schaden zufügen? Tja, das werden wir mit Sicherheit noch erfahren. Vor allen Dingen mit jedem Schrei bzw. jedem Brüllen wird der Nebel hier dichter. Ich sehe überhaupt nichts. Hopp, Huxel! Delion, wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verläufst dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Das ist nicht witzig. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Ihr seid ewig nicht aufgetaucht. Da musste ich euch einfach suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen um euch gemacht. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Wooly passiert? Es hatte sich im Wald verlaufen und wir wollten es retten. Deswegen sind wir überhaupt hier reingegangen. Oh, Glurak hat's gefunden. Wooly! Dem geht's gut, wie ihr seht. Aber als ich hier ankam, wart ihr alle bewusstlos. Hört mal, Leute. Auch wenn das Ganze eine Rettungsaktion war, ihr wisst, dass ihr den Wald nicht betreten dürft. Einfach loszustürmen, ohne mir Bescheid zu sagen, war verantwortungslos und absolut gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen. Das muss ich euch durchaus lassen. Ja, zum Glück ging nochmal alles gut aus. Dieser wahnsinnige Nebel war ja noch harmlos, aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch durchaus anders ausgehen können. Naja, Ende gut, alles gut. Moment, welches abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Delion. Es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde alles durch es durchgehen. Die Attacken sind durch es durchgegangen? Im Schlummerwald soll es tatsächlich ein merkwürdiges Pokémon geben. Aber habt ihr es wirklich gesehen oder war das nur eine Illusion? Ich hoffe, dieses Erlebnis hat in euch den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Vielleicht schafft ihr es dann eines Tages, das Geheimnis dieses Waldes zu lüften. Aber jetzt sollten wir erst einmal wieder umkehren. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher wieder rauskommt.
Delion hat uns zwar eine kleine Standpauke gehalten, aber das war mir dieses Abenteuer absolut wert. Hehehe, es wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Hopp. Bevor wir nach Brassbury gehen, solltest du aber noch deiner Mutter Bescheid sagen. Nicht, dass du noch zu Hause Ärger bekommst. Eine Standpauke pro Tag reicht eigentlich aus, oder? Also, wir sind wieder zu Hause angekommen und diesmal gehen wir wirklich zu unserer Mama. Das letzte Mal durften wir ja nicht, da wurden wir ja abgehalten. So, und davon ist die gute Dame auch schon. Hopp, hopp, hopp. Oh, das ist ja mal ein süßes Hopplo. Ihr wollt nach Brassbury, um euch einen Pokédex zu besorgen, nicht wahr? Delion hat mir schon davon erzählt. Hier, ein kleines Taschengeld für meinen großen Sohn. Kauf dir davon im Pokémon Center ein paar Tränke und alles, was du sonst noch brauchst. Und kümmere dich gut um dein Hopplo. Vergiss nie, wie sehr es sich für dich anstrengt. Verlange ihm nicht allzu viel ab. Hopp, hopp, hopp. Und du, Hopplo, pass mir gut auf meinen Huxel auf, ja? Du weißt ja, wenn irgendetwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. Sehr schön, vielen Dank an meine Mama hier in-game. Und ja, dann können wir jetzt hier wirklich mal nach Brassbury runterlaufen. Und das möchte ich jetzt auch einfach mal machen. Ich werde jetzt hier nicht die ganzen Häuser absuchen. Das können wir später noch machen. Ich will jetzt erstmal so ein bisschen der Geschichte folgen, zumindest im ersten Part. So, also Route 1. Okay, es geht los. Das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titel des Champions. Ich werde im hohen Gras ein bisschen mit meinem Chimpap trainieren. Wir treffen uns dann im Pokémon-Labor, okay? Das ist das Gebäude mit dem violetten Dach und dem rot-weißen Ball vorne drauf. In Ordnung, dann sollten wir gleich auch mal den Pokémon-Professor kennenlernen. Aus dieser Edition hier. Beziehungsweise, hey! Den Knirps kennen wir doch noch, das ist wieder mal ein Micro. Aha. Ja komm, das machen wir jetzt noch eben fertig. Deine Pokémon kriegen vor Anspannung keine Beeren mehr runter, war übrigens die Meldung. Das war die Meldung, die wir vorhin auch bekommen haben. Ich habe ja im Wald eine Meldung gehabt, die ich nicht lesen konnte, weil die zu schnell weg war. Und ja, das ist eben einer dieser Effekte, der sich hier auf uns auswirkt. So, ja, unsere Verteidigung sinkt, das ist mir ehrlich gesagt Schnurz. Hauptsache, wir besiegen das kleine Micro mal eben. Na, komm schon, Tackle! Und damit haben wir das Micro natürlich auch fertig besiegt. Und kriegen wieder ordentlich XP. Reicht jetzt noch nicht so ganz zum Levelaufstieg. Warum ich hier lang gegangen bin? Eigentlich wollte ich diesen Pokéball hier einsammeln. Du findest einen Trank. Also Gegenstände auf der Map werden immer als Pokéball dargestellt, für alle, die es nicht kennen. Aber wie schon gesagt, ich denke mal, ein Großteil der Leute werden ja hier mit dem Pokémon-Franchise durchaus vertraut sein, die hier zuschauen. Ah, zwei Paraheiler. Ein Spray, das ein Pokémon von Paralyse heilt. Ja, grundsätzlich gar nicht mal so schlecht. Hey, hier können wir gegen Woolies kämpfen. Ein Wooly erscheint. Ja, das besiegen wir jetzt noch. Ich würde das echt gerne fangen. Moment. Ach, wir haben Pokébälle dabei. Leute, 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 wir haben plötzlich Pokébälle dabei. Das durften wir anscheinend nur vorhin in diesem Waldeck nicht. Also Pokémon fangen, meine ich. Na komm schon, dann versuchen wir einfach mal das Wooly hier zu fangen. Das ist ja schon sehr, sehr süß. Also das Wooly gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Vor allen Dingen ist das auf Level 6 und nicht irgendwie auf mickrigem Level 2 oder so. Also das sollte unser Team ganz gut ergänzen. Ich meine, wir bauen unser Team ja gerade eben erst auf. Ich habe keine Ahnung, wie unser Team hinterher auch aussehen wird. Ich habe noch keine Vorstellung davon, was ich mir für ein Team machen möchte. In den alten Pokémon-Spielen habe ich das eigentlich immer so gehandhabt, dass ich mir ein sehr psycho- und geistlastiges Team gebaut habe. Ich empfinde Psycho-Pokémon halt immer als extrem cool. Die haben meistens sehr, sehr nice Designs. Zumindest ein Pokémon weiß ich auf jeden Fall schon mal, was ich hier in der Edition fangen möchte. Dazu aber später mehr. Was hat er denn jetzt gemacht? Verteidigung von Wooly steigt. Ja, einen Angriff werde ich jetzt noch machen und dann werde ich auch einfach mal einen Pokéball schmeißen. Ja, okay, die Energieleiste ist auf jeden Fall rot. Ach so, weil er einen Igler benutzt hat, wird er ein bisschen stärker. Also eine Fähigkeit, die Verteidigung steigert. So, Pokéball, na komm schon!
Und damit, liebe Leute, haben wir das erste Pokémon in diesem Let's Play gefangen. Klasse, Wooly wurde gefangen. Erfahrungspunkte gibt's auch noch, auf Level 9 ist Hannah schon. Und Hannah hat Ruckzuckhieb erlernt, sehr schön. So, möchtest du dem Wooly einen Spitznamen geben? Ja, möchte ich. Und da kommt natürlich wieder meine tolle Liste hier zum Greifen. Machen wir mal so random, wer hatte denn noch was vorgeschlagen? Per Zufallsprinzip. Zum Beispiel habe ich den Namen U als Vorschlag bekommen. Y-Doppel-U als Spitzname. U wurde in deinem Team aufgenommen. U, jetzt muss ich mal überlegen, U. Ist, glaube ich, ein japanischer Vorname, wenn ich mich recht erinnere. Kommt mir auf jeden Fall aus der Gundam-Serie bekannt vor. An dieser Stelle übrigens Dankeschön an Symmery oder Symmery für diesen Namensvorschlag. Kannst ja gerne mal schreiben, wie du auf den Namen gekommen bist. So, jetzt sind wir auf jeden Fall ja hier schon mal in der Stadt angekommen. Brassbury. Diese friedvolle Stadt inmitten der Natur ist das Zuhause des berühmten Pokémon-Labors. Auf jeden Fall ist die Stadt hier ziemlich idyllisch. Jetzt ist die Frage, gehen wir direkt zum Labor? Ja, wir gehen direkt zum Labor. Wie schon gesagt, wir schauen uns später noch um, keine Sorge. Du hast hergefunden, gut gemacht. Als ich zum ersten Mal nach Brassbury musste, habe ich mich erstmal gründlich verlaufen. Ich hab's nicht so mit der Orientierung, ehrlicherweise. Wenn man mit Pokémon unterwegs ist, sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt, nicht wahr? Ohne Glurak würde ich mich nie und nimmer zurechtfinden. Danke fürs Herumlotsen, mein Partner. Aber genug gequatscht. Komm, lass uns einfach mal reingehen ins Labor. Glurak. Unglaublich, wie viele interessante Bücher Professor Magnolica zusammengetragen hat. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Wohl, wohl, wohl! Was führt dich denn diesmal hierher? Willst du wieder von mir wissen, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist? Oder irgendeinen ähnlichen Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Hallo Voldi, na mein Kleiner? Danke, dass du mich immer sicher an mein Ziel bringst. Dieses Pokémon heißt Voldi. Ich hab dir ja schon gesagt, dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn habe. Voldi hat mir schon oft aus der Patsche geholfen, wenn ich mich mal wieder verlaufen hatte. Und diese junge Dame dort ist sein Trainer. Niemand kocht schneller als sie. Hallo? So stellst du mich vor? Glaubst du, unsere gemeinsame Zeit als Arena-Challenger ist ein Freifahrtschein für blöde Witze? Dabei musste ich dir mindestens genauso oft aus der Patsche helfen wie Voldi. Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin Sania, die Assistentin der Professorin. Du nimmst das mal wieder viel zu ernst, aber weiter im Text. Das ist Huxel, ein frisch gebackener Pokémon-Trainer. Würdest du ihm ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Ich werde woanders gebraucht. Sonst noch irgendwelche Wünsche, der Herr? Dieser Typ denkt immer nur an sich selbst. Kein Wunder, dass er sich ständig verläuft, wenn er mit seinem Kopf immer in den Wolken hängt. Oh, du hast ja auch ein Smart Rotom. Hey, Rotom. Psst. So ein Smart Rotom ist schon was Tolles. Besonders die Karten- und Navi-Funktion. So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können. Außer Deleon natürlich. Aber jetzt sag mal, wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin Profi natürlich. Na sieh mal einer an. Dann bleibt mir ja nicht mehr viel zu tun, als den Pokédex auf deinem Smart Rotom zu installieren. Du erhältst einen Pokédex. Ach ja, der Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolica, meiner Großmutter. Könntest du bei ihr vorbeischauen und ihr sagen, dass ich den Pokédex installiert habe? Sie sollte sich gerade in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2 aufhalten. Ja klar machen wir das. Wie schon gesagt, wir folgen erst einmal ein bisschen der Geschichte, bevor wir weiterhin durch die Stadt streifen.
Hallo, junger Pokémon-Trainer. Tut mir leid, dass ich dich einfach so aufhalte. Du warst doch gerade im Pokémon-Labor, oder? Dann hast du ja bestimmt auch einen Pokédex bekommen. Ich kann einfach nicht anders, als neue Trainer anzusprechen und ihnen etwas unter die Arme zu greifen. Hier, das ist für dich. Du erhältst einen Trank. Du verstaust das Item in deiner Medizintasche. Das ist dein Trank. Setze ihn ein, wenn eines deiner Pokémon Kraftpunkte oder kurz KP verloren hat. Tränke kannst du übrigens auch in Kämpfen einsetzen. Wissen ist Macht. Wer sich informiert, hat schon halb gewonnen. Sprich daher immer so viele Leute an, wie du nur kannst und lies genau, was auf Schildern steht. Dankeschön, vollkommen unbekannter Mann, der mich mitten auf der Straße angesprochen hat. Was haben wir denn da oben für Läden? Also ich glaube, das da rechts ist ein Pokémon-Center. Ah, Moment, Pop hat erstmal was zu sagen. Sania hat den Pokédex auf deinem Smart Rotom installiert, stimmt's? Dann geht's jetzt richtig los. Such dir ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Ab jetzt werden wir bestimmt öfter in Kämpfe geraten. Schließlich wimmelt es da draußen nur so von wilden Pokémon und übereifrigen Trainern. Wenn dein Team erschöpft ist, dann such schnellstmöglichst ein Pokémon-Center auf. Alle Pokémon-Center sehen gleich aus. Du kannst die also gar nicht verfehlen. Komm, werfen wir mal einen Blick hinein. Mir nach, Huxel. Man kriegt hier also so ein bisschen die Mechaniken noch erklärt. Ist das dein erster Besuch in einem Pokémon-Center, Huxel? Nein, ich kenne mich schon aus. Na, da muss ich dir ja nichts mehr erklären. Wenn ihr echte Pokémon-Trainer werden wollt, müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen. Gute Idee, danke. Huxel, ich gehe schon mal zur Route 2. Komm einfach nach, sobald du hier fertig bist. Ja, mache ich schon, keine Sorge. Also, hier, was haben wir denn hier für Läden noch neben? Also grundsätzlich für alle, die es nicht kennen, in dem Pokémon Center kann man eben seine Pokémon heilen. Das hier ist wahrscheinlich die Box, da kann man sein aktives Team so ein bisschen austauschen. Genau, PC-Boxen, da kann man eben Pokémon lagern und abholen. Weil, ja, das Team eben eine maximale Größe hat, was man dabei hat. Was hat er hier? Ich bin ein Ansprechpartner in Sachen Pokémon. Was darf es denn sein? Einen Namen bewerten und eine Attacke erinnern oder eine Attacke vergessen. Ah, so, okay, so ein Supporter-Charakter. Ja gut, sehr selbstsprechend. Und, ja, das hier dürfte ein Pokémon-Markt zum Einkaufen sein. Willkommen beim Pokémon-Supermarkt. Was möchtest du tun? Schauen wir mal, ob wir ein bisschen was kaufen können. Ich wollte eigentlich Pokébälle kaufen, können wir aber leider gar nicht. Ansonsten Beleber, Trank, nee, wir haben eigentlich genug dabei. Okay, dann gehen wir hier erst einmal weiter. Wie schon gesagt, Pokébälle hätte ich jetzt eigentlich ganz gerne gehabt. Schade, die kann man offensichtlich noch nicht erwerben. Dann gehen wir erst einmal zurück ins Dörfchen. Und ja, eigentlich wollte ich mir die beiden Läden hier noch angucken. Das da vorne sieht so aus wie ein Modegeschäft. Und was ist das hier? Hallo, wie wäre es mit ein paar frisch gepflückten Beeren? Ach, da kann man Beeren kaufen. Sinelbeere. Gibst du die Beere einem Pokémon zum Tragen, füllt sie seine KP um 10 Punkte wieder auf. Amrena-Beere. Gibst du die Beere einem Pokémon zum Tragen, heilt sie diese von Paralyse. Und diese Beere ist gegen Vergiftung, also ein Beerenhändler. Gehen wir mal erst einmal hier in das Modegeschäft rein. Willkommen in unserer Boutique. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Ach, da kann man jetzt echt Kleidung kaufen. Das ist ja cool. Wir haben ja auch schon echt ordentlich Knete. Schaut mal oben rechts, 31.400 Poké-Dollar. Mann, Ometa. Ja, dann würde ich sagen, kleiden wir uns erstmal ordentlich ein. Ich kann ja mal so ein bisschen meinen eigenen Kleidungsstil hier widerspiegeln. Ich trage eigentlich immer schwarz. Also schwarz ist immer das, was ich trage. Ich trage fast nur schwarz. Also ziehe ich das auch einfach mal an. Was haben wir sonst noch? Eine Jacke können wir noch drüber ziehen. Ich trage eigentlich auch immer schwarze Kapuzenjacken tatsächlich. Ist kein Joke. Ist auch mein Stil. Wie sieht es mit der Hose aus? Da trage ich meistens dunkelblau. Ja, das passt auch. Okidoki. Socken. Was nehmen wir denn für Socken? Wir nehmen natürlich schwarze Socken, wenn es die gibt. Es gibt aber echt ziemlich viele Kleidungsstücke, die man hier ausrüsten kann, beziehungsweise die man kaufen kann. Unter anderem sehr, sehr viele Strumpfhosen, wobei Strumpfhosen möchte ich jetzt nicht tragen. Gibt es auch lange schwarze Socken? Rot, gelb, grün, blau, orange, pink. Ha. Okay, es gibt irgendwie keine langen schwarzen Socken. Dann nehmen wir einfach mal kurze schwarze. Wo sind sie denn? Da, kurze schwarze Socken.
In Ordnung, dann gehen wir zu den Schuhen über. Da möchte ich auch schwarze Schuhe eigentlich haben. Ja, sehr schön. Selbst einen Rucksack können wir hier neu kaufen. Man kann den Charakter natürlich drehen mit dem rechten Control-Stick. Da finde ich jetzt eigentlich Rot ganz hübsch. Nehmen wir jetzt einfach mal Rot hier als Reisetasche. Dann eine Cappy trage ich eigentlich auch immer. Aber nicht so eine Ballonmütze. Ich trage eigentlich immer so eine klassische Cappy. Gibt's sowas hier? Ah, gibt's leider gar nicht. Ja, da müssen wir eine schwarze Ballonmütze tragen. Ihr seht schon, ich bin wirklich immer sehr, sehr schwarz gekleidet. Und jetzt kommt das Wichtigste. Denn ich bin Brillenträger. So. Auch ausgerüstet. Und Handschuhe. Weiß ich nicht, wollen wir Handschuhe anziehen? Ach nee, Handschuhe möchte ich eigentlich gar nicht. Also, dann sind wir auf jeden Fall schon mal vollständig angezogen. Und ja, können doch eigentlich damit unsere Reise beginnen. Und ich würde sagen, das machen wir auch nach diesem sehr, sehr langen und wie ich finde schon mal sehr, sehr coolen ersten einleitenden Part zu Let's Play Pokémon Schwert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Und wie schon gesagt, kommentiert bitte, wenn ihr im Let's Play zu diesem Pokémon-Spiel ein Pokémon sein möchtet, beziehungsweise wenn ihr einem Pokémon einen Spitznamen verleihen möchtet, dann kommentiert es einfach oder schreibt es in das Formular, was ich an dieses Video anpinne. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. So oder so würde ich sagen, bis zum zweiten Part. Also, macht's gut, euer Huxel. Ciao.